Hier ist wieder Mr. Meikle und willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Twilight Princess HD und ich möchte etwas ankündigen, nämlich ich will die 100% in diesem Spiel nicht mehr machen. Das bedeutet, ich werde keine Herzteile mehr sammeln und auch, naja gut, alle Truhen werde ich trotzdem in den Dungeons öffnen, aber ich werde den 100% Run nicht mehr machen wollen, weil naja, das Spiel würde halt so lange dauern und ich würde nie mit dem Projekt fertig werden und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden. Das bleibt doch so bis zum Ende des Let's Plays. Ich weiß, es ist blöd, es ist doof, es ist ja eigentlich habe ich ja vorgehabt, in diesem Zelda die 100% zu schaffen. Also das wäre dann mein erstes Zelda gewesen, das ich zu 100% abgeschlossen hätte. Mit allen Herzteilen, mit allem drum und dran, mit allen Geisterseen und so. Aber ja, das ist halt jetzt nicht mehr. Aber gut, ist jetzt hoffentlich auch nicht so schlimm, dass ich die 100% nicht mehr angehen werde. Vielleicht ändere ich auch irgendwann meine Meinung und sage, hey, ich habe doch wieder Bock bekommen, aber jetzt erstmal nicht. Und ja, das ist jetzt, habe ich jetzt so beschlossen und fertig. So, machen wir beim Spiel weiter. Ja, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Wir haben den zweiten Dungeon abgeschlossen im letzten Part gegen, wie hieß er noch gleich? Ah, ich weiß es nicht mehr. Aber das ist auch egal, wir werden uns jetzt sofort zum Hylia-See begeben und da die letzte Feentau-Mission abschließen, die auch wieder mal etwas nervig ist, aber eigentlich jetzt, ja, ist schon nervig, weil die Strahlentau-Tropfen an manchen Gebieten ist, wo ich halt lange Wege nutzen muss. Und ja, es ist aber zum Glück die letzte Feentau-Tropfen, also Strahlentau, Feentau, was sag ich, Feentau, Strahlentau-Mission. Oh ja, wird toll werden. So. Ach stimmt, ja. Stimmt, ich habe was vergessen. Wir brauchen als, wir müssen zu Burns. Wir müssen zu Burns gehen, weil sonst können wir die Steine nicht beseitigen. Wir müssen nämlich bei ihm Bomben kaufen. Ach Mensch, so lange bin ich mir gespielt und nicht mehr wissen, was man denn so alles braucht und wie man überhaupt weiterkommt. Also wie man weiterkommt, weiß ich natürlich, aber was man dazu nochmal braucht, keine Ahnung. Na gut, ich habe das Spiel seit 2 Jahren oder so nicht mehr gespielt, also was soll ich tun? Ist zwar eine billige Ausrede, naja gut, so billig ist die Ausrede nicht. Moine. Ich weiß zwar noch die Bosse dieses Spiels, aber und die Dungeon dieses Spiels, aber mehr auch nicht. Ich bin voll an Burns Lahn vorbeigelaufen. Ah, Mann. Dreh dich um. So. Und steig ab. Los. Dann besuchen wir mal Burns und gucken. Ja, was er denn für Bomben hat. Ich befürchte aber, dass er nur die normalen Bomben im Handel hat. Ja, hier werden aber noch 2 weitere Bombenarten hinzugefügt werden, aber die kommen erst später. Na, wie wär's? Hab alles einigermaßen beisammen. Der Laden läuft also wieder. Obwohl, im Moment habe ich nur eine Sorte. Wenn du das Lager nicht abbekommen hätte, wird bald wieder mehr geben. Sieh dich auf jeden Fall in aller Ruhe um. Ja, besorgen wir uns. Ach, wir haben keine Bombentasche. Die bekommen wir zu den Bomben mit dazu. Keine Sorge. Ja, was er uns sagen wollte, ist, dass wir die Bomben auch mit Pfeilen kombinieren können. Dann haben wir halt Bombenpfeile und ja, die Bombenpfeile werden im Spiel auch noch ihre Nützlichkeit finden. Aber vorerst nicht. So. Dann schlendern wir mal mit unserem treuen Ross wieder zurück. Ah, komm, Epona. Galopp! Gegenüber, genau. Ah, super. Ich bin stolz auf dich, Epona. Ich hab dich gut erzogen. So.
Done. Dann wieder zurück, ne? Der Postbote. Hi. Na, wie geht's dir? Kommt da auch wieder mal. Ja, hallo, ich hab wieder Post hier vom Bombodrom. Na, was will der mir denn sagen? Ich war doch kurz bei ihm. War doch gerade eben bei ihm. Was will er denn von mir? Gut, dann schauen wir uns jetzt den Brief von ihm an. Alter, ich komme immer noch nicht damit klar. Was ist eigentlich da? Was ist eigentlich los bei mir? So, Briefe. Ja, Bombenpfeile, ich weiß. Habe ich euch schon gesagt, man kann die Bomben mit den Pfeilen kombinieren, indem man einfach. Wartet kurz. Ja, gute Frage. Man nimmt also die Bomben und dann muss man ZL drücken und dann hat man halt Bombenpfeile. Ich glaube, Bombenpfeile wird jeder aus A Link to the Past kennen, weil da kann man die Bombe einfach hinlegen und dann Pfeil mit einem Pfeil drauf zielen und dann abschießen. Oder hat man Bombenpfeile, ja. Also kann man nicht einfach sagen, dass die Bombenpfeile in Twilight Princess schon erfunden wurden. Nee, die wurden in der Link to the Past erfunden, auch wenn man es nicht glauben will. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss nicht dahin, sondern hierhin. Mensch, was ist denn los? Ein zu schlechtes Kurzzeitgedächtnis oder was, ne? Anscheinend schon. Also mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste. Oh ja. Oh. Ah, der Höhlensee. Kann euch schon mal verraten, dass bei dem Strahlentau auch ein Boss uns erwarten wird, ein kleiner Boss. Der jetzt aber auch nicht so ultra schwierig sein wird, weil, naja. Er kann schwierig sein, aber ne, das werde ich ja schon sehen. So, dann einfach abspringen, dann die Bomben auswählen, dann Bobby los. Und dann gucken wir mal zu, wie die Steine explodieren. Ja, geht schön raus. Und wir können weiter. Ich hasse immer noch die Steuerung. Auch wenn ich mich 10.000 Mal im Part darüber beschwere, aber es ist einfach nur schrecklich. Was hat Nintendo aus dieser Steuerung gemacht? Wieso haben sie die verändert? Ich kapiere das nicht. Ja. Sind wir, glaube ich, auch schon im zweiten. Was sage ich jetzt? Zweiten Teil der Ebene von Hyrule. Also, ich glaube, beim größten Gebiet davon. Und wir auch schon sehen können, was manche von euch kennen werden aus dem alten Twilight Princess. Also, die Twilight Princess, die das Original gespielt haben, wissen natürlich, was das ist. Es ist die Hylia-Brücke und schön gegen die Mauer da gerannt. Weiß ich mal, ob man das überhaupt als Mauer bezeichnen kann. Aber ist auch egal. So. Vielleicht werden uns, glaube ich, auch wieder ein paar Gegner in den Weg laufen, oder? Oder? Oder irre ich mich? Nee. Doch. Oder? Nein. Nee, scheinbar nicht. Kommt wohl erst nach dem, Mensch, lass mich doch in Ruhe, du blödes Viechmann. Komm her, Alter. Mach dich fertig. So, zack. Geh mal weg, Epona. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's doch gesagt. Es passiert sowas. Die Hyrule-Brücke wird gestohlen. Das ist not good. Aber nicht nur das. Wir kriegen auch Gesellschaft. Ja, und die Viecher, also die Schattenkreaturen als Link zu besiegen, ist jetzt nicht so entspannt, wie man sich denkt.
Weil wir haben als Wolf ja diesen Kreis, ne? Da können wir halt diese Schattenkreaturen mit einziehen, dann lässt man B los und dann greift der Wolf halt alle drei an. So, jetzt müssen wir aber eine Wirbelattacke ausführen und ja. Wenn man das so macht wie ich, sind sie leicht zu schlagen, wenn sich aber, was weiß ich, auf einen stürzt und dann könnte es ein bisschen schwierig werden, aber hat eigentlich ganz gut geklappt. Ja, wie gesagt, als Wolf wäre es einfacher wegen dem Kreis da. Da kann man halt alle drei sofort one-hitten und hier braucht man halt zwei Wirbelattacken, was ich eigentlich nicht so toll finde, warum man jetzt zwei Wirbelattacken braucht, um die Viecher zu besiegen. Aber ist ja auch egal. So, auf zum Hylia-See. Hoffentlich. So, da beim Stein, da wird auch noch was sein. Das werden wir aber erst im späteren Spielverlauf sehen. Mensch, jetzt steig doch ab hier, Junge. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, hier sind wir da. Ein Schattenkristall ist noch übrig. Das heißt, hier muss das letzte Gebiet sein, in dem wir durch die Schatten reisen. Es hängt nur von dir ab, ob wir das Licht in dieses Gebiet zurückbringen können. Und was jetzt? Ich möchte die Schattenwelt. Ich werde das letzte Gebiet von den Schatten befreien. Was soll ich denn hier sonst? Na, mit einer. Ja, nimm mich mit, bitte. Ich wünsche mir, dass du mich mitnimmst. Das wäre echt toll von dir. Und das ist übrigens das letzte Mal, wo wir als Wolf spielen werden. Ja, nicht ganz als nicht ganz das letzte Mal. Wir werden zwar noch. Na, ich lass. Ich spoiler nicht. Das ist schon genug gespoilert worden. Na gut, dann helfe ich dir eben. So, jetzt werde ich wohl in dieser Welt nie mehr die Wolken meiner Heimat sehen können. Oder vielleicht doch, irgendwann. Wie sieht's aus? Sollen wir gehen? Ich weiß, was du meinst, aber lassen wir den Zuschauern erstmal die jetzige Situation auf sie wirken. Oh, was ist das? Das scheint ja eine Tasche zu sein. Aber von wem? Es kann von niemand anderes sein als Ilia! Bitte, Knochi, kannst du mir es. Ja, passt gut auf dich auf, ja? Kannst du mir jetzt versprechen, pass gut auf dich auf. Da. Den Geruch der Kinder vergessen und Ilia gewittert. Witterung von einem Weibchen, das sehe ich dir doch am Gesicht an. Gut, dass wir eine Spur haben. Die Spur ist schon alt, ob wir da noch eine Chance haben, die Kleine zu retten? Mein Gott, Midna, sei doch nicht mal so gemein. Das hilft mir und dir auch nicht weiter. Also, erstmal den Schatten. Ja, gut, dann halt nicht. Wenn ihr nicht kämpfen wollt, ihr Feiglinge, dann lasse ich euch halt in Ruhe. Mein Gott. Kämpfen ist eh unnötig. Nein, was mache ich denn? Nein, ich will doch nicht zurück. Ups, jetzt wollte ich wieder zurück in die Lichtwelt. Das will ich natürlich nicht. Ich will das Gebiet hier befreien von den Schatten und ich will jetzt zurückgehen. Das bringt doch nichts. Ah, ignoriert einmal das Kratzen im Hintergrund an der Tür. Ich werde den Hund sowieso nicht reinlassen. Der würde sowieso nur bellen und jaulen. Also. Ah. Oh, Schloss Hyrule. Na, kommt dieses Schloss nicht bekannt vor? Endlich sind wir hier. Halte durch, es ist fast geschafft. Zumindest wäre es schön, wenn es so wäre, aber von hier an ist es nicht mehr so einfach wie bisher. Also dann gehen wir. Was soll ich denn anderes tun, als voranzugehen? Mensch. Ach nee. Die Flugviecher sind auch wieder da. Ja, und die Schatten. Bullblins, glaube ich, heißen die. Schattenbullblins sind auch wieder da. Hurra. So, nach Schloss Hyrule müssen wir nicht. Nee, müssen wir auch nicht. Müssen nämlich hier lang. Und ja. Dieser Weg wird uns
hoffentlich nach zu dem Höhersee führen, nicht nach, sondern zu. Mehr in Deutsch, mein Freund. So, dann. Komm schon. Es ist nicht mehr weit. Los! Ich sollte vielleicht mal das Gespür benutzen, aber naja, brauche ich halt nicht. Es führt uns sowieso nur zu Schloss Hyrule, also was bringt es dann, das Gespür anzuschalten, wenn man schon weiß, wo man hin muss. Für die Anfänger, die dieses Spiel zum ersten Mal spielen, für die ist es natürlich nützlich, aber für mich ist es klar, dass ich hier hin muss. Und hier wird auch noch ein Kampf stattfinden. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Ja, Schattenmull, nicht Mullblins, sondern Bullblin. Da sind wir auch schon, in Schloss Hyrule. Der dunklen Schloss Hyrule-Stadt. Mit vielen Geistern. Wo ich sich überlege auch, nach diesem Projekt, also nach Twilight Princess HD erstmal nichts, kein neues Projekt zu starten, weil ja schon, wie viele Projekte führe ich zurzeit, zum einen, also Twilight Princess HD, dann Paper Mario Color Splash, dann Pokémon Mond, Super Mario Bros. 3, Super Mario 64 Green Stars. Da Super Mario Bros. 3 aber als Ersatz für Super Mario 64 The Green Stars ist, führe ich zurzeit 4 Projekte, aber das will ich halt ändern. Das gefällt mir halt nicht. Komme ich halt wieder nicht mit den ganzen Projekten hinterher und noch mal. Deswegen möchte ich nach Twilight Princess HD erstmal kein weiteres Projekt starten, weil mir das einfach zu viel ist. 4 Projekte sind mir tatsächlich zu viel und bin noch klein, auch wenn ich gesagt habe, dass ich groß geworden bin in dem Silvester Special, ist es natürlich nicht so, aber ja, viele Projekte als kleiner als Player, das ist halt doof. Dieser Junge, ob er wohl wieder gesund wird? Nur keine Sorge, der Bote zum Arzt ist schon unterwegs. Trotzdem ungewöhnlich, ein Junge vom Volk der Soras. Ob das wohl irgendwas mit dem zu tun hat, was der Wachsoldat geredet hat? Na, schau mal einer an. Ist das nicht eine alte Bekannte von dir? Ich wollte gerade sagen, ist das nicht deine alte? Natürlich, als würde mitten einer sagen. Bemerkt dich gar nicht. Ich würde dich so gern vom Rücken schmeißen, aber ich möchte nicht, weil du einfach... Mitten ist einfach einer der coolen Begleiter in einem Zelda-Spiel. Nicht so wie Pfei. Ja gut, also bei Pfei kann ich's noch... Bei Pfei kann ich's ja... Aber Pfei mag ich halt... Weiß ich nicht, Pfei mag ich halt noch auf irgendeine Art und Weise. Da ist Navi schlimmer, also jetzt wirklich, man, Pfei ist eigentlich noch okay. Ja, also, Und Midna ist einfach so ein Begleiter, der nervt dich nicht, der gibt halt gute Tipps, hin und wieder mal, und es macht einfach Spaß, keine Ahnung. Irgendwie macht es mit Midna mehr Spaß, den als Begleiter, die als Begleiter zu haben, ist ja weiblich, die als Begleiter zu haben, als jetzt hier, was weiß ich, immer ganz. Ist da hingegangen, dann nach hier lang. Ich hoffe, ich gehe jetzt den richtigen Weg. Ich weiß den richtigen Weg jetzt nicht mehr zu 100%, aber ich hoffe es mal, ne? Aber dann muss ich da hin. Ich glaube, ich muss sogar zu dem Ärztehaus gehen, weil... Naja... Wartet mal einen kleinen Moment. Ich
muss hier oben hin. Ich muss hier oben hin. Ich muss gar nicht zum Ärztehaus gehen. Nein, ich weiß es doch nicht mehr. Seit die Karte ausgeblendet. Och Mann. Ach, Twilight Princess ist so ein langes Spiel. Oh, vor allem, ich kann doch nicht hier lang. Oh. Ambulanz, ja. Muss ich denn da rein? Ja oder nein? Anscheinend nicht. Alter, ist das anstrengend. Ist das anstrengend? Och man. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich einen richtigen Brainfuck. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Wo ich überhaupt hin soll. Und so. Muss ich denn hier lang? Ist das vielleicht der richtige Weg? Ja oder... Nee. Ach du... Meine Güte. Oh, oh Mann. Das nervt mich jetzt. Das kotzt mich jetzt richtig an. Ich will aber bei niemandem nachgucken. Ich weiß doch den Weg. Ich weiß. Oh Mann. Jetzt mal ganz im Ernst hier. Wo geht's denn weiter? Wenn ich das jetzt nicht weiß, dann bin ich den Part einfach. Dann ist es mir egal. Oder warte, ist das so offensichtlich? Kann ich hier vielleicht die Kisten zerstören? Natürlich. Warum denn auch im. Warum denn auch? Ja. Ja, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Weißt du vielleicht Bescheid? Bäh, mir ist langweilig. Ja, mir so langweilig langsam, ja. Bis rumzudaddeln. Ey, ich bin. Ach, guck mal an. Die schieben mich einfach. Ja gut, dann würde ich auch sagen, dass ich hier nicht weiterkomme. Oder bin ich auch hier den Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.